nach 3 Stunden Autofahrt Skitour von Schönfeld auf den Königstuhl. Zugefrorene Rosaninsee. Erste richtige Bergtour wieder seit dem Rippenbruch. Und ich stehe hier jetzt auf dem Königstuhl. Also der höchste Berg von den Nockbergen. Es war schon ein sehr ruhiger Joch herauf mit den Ski. Also ich bin froh, dass ich jetzt da bin. Es ist schon sehr, sehr anstrengend jetzt. Ich muss viel trainieren. Mir geht ja schon die Luft aus. Eine riesige Ausblick rundum. Nur Berggipfel. Unglaublich. Einige kann man erkennen. Man sieht bis zu den Julischen hinüber. Der Montas und der Wischberg. Der Jalowetz und Mangart. Der Brisonik und natürlich der Triglav. Jetzt bin ich ganz allein da. Es war eine Gruppe vom Bundesheer, das da jetzt herum trainiert hat und gefahren ist. Oder eine Tour gemacht hat. War sehr schön. Ja, Wahnsinn. Also heute habe ich mich geplagt, muss ich ehrlich sagen. War nicht so ohne. Jetzt bin ich über 2300 Meter hoch oben. Aber ein grandioser Blick. Es geht hier nicht so viel Wind, aber da drüben schon. Ist dann natürlich sehr kalt, aber hier hat man ja ein Gewand an.
Also am Königstuhl mit einer unglaublichen Aussicht. Und jetzt habe ich dann eine sehr lange Abfahrt. Darauf geht man ja schon fast 3 Stunden. Und herunter wird es natürlich wesentlich schneller gehen. Es ist teilweise firnig, aber auch sehr verweht. Bin ich neugierig, wie es sein wird. Eine unglaubliche Stille hier und ein Weitblick. Großartig. Nach der schönen Tour, glückliche Heimfahrt.